Hallo und willkommen zum Bad Time Simulator. Und zwar folgendes: Wer nicht weiß, was das Ganze soll, unser Undertale Let's Play ist fertig, also zumindest auf dem Channel. Allerdings haben wir nicht gegen Sans kämpfen müssen, aus welchen Gründen auch immer, obwohl ich ja eigentlich den Genocide Run gemacht habe. Vielleicht muss man dafür einfach alle töten und wir haben nicht alle getötet. Wahrscheinlich. Irgendwelche haben wir dann wahrscheinlich nicht getötet. Und deswegen, das machen wir mal zu hier. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass ihr jetzt meinen wunderschönen Desktop seht und dass ich jetzt einfach ein paar Mal probiere, Sans zu bekämpfen. Seid mir nicht böse, ich werde wahrscheinlich eher weniger reden. Wahrscheinlich gar nichts, weil ich konzentriert bin. Ich habe den ein bisschen eben schon geübt. Und deswegen war ich ein bisschen überrascht, dass wir nicht gegen ihn kämpfen mussten. Deswegen gibt es das jetzt mal als Bonus-Episode. Und dann würde ich sagen, let's go, ne? Da, zack. Das war ja schon mal ganz gut, ohne Damage zu nehmen, so. Ihr könnt ihn attackieren, wie ihr wollt, das wird keinen Unterschied machen. Er bekommt kein Damage. Also ihr seht, das ändert nichts, er weicht immer aus. Es wäre ganz gut, wenn wir es schaffen würden, bis zum Break nichts zu verbrauchen. Läuft eigentlich bis jetzt ganz gut. Läuft bis jetzt echt ganz gut. Oh nein, läuft nicht ganz gut. Läuft beschissen. Nein! Ich hätte doch was zur Heilung nehmen sollen. Da war ich ein bisschen sehr eifrig. Ich habe schon mal bis zum Ende geschafft, tatsächlich. Ich bin aber am Ende dann gestorben. Also, wo er dann die das Feld so unendlich in die Länge zieht. Nehme ich erst noch mal nichts. Hey, was? Warum ist er nicht gesprungen? Okay, dann jetzt ein Legendary Hero. Ja, die Attacke, da bin ich immer kacke mit Ausweichen. Ich weiß einfach auch nicht warum. Das ist halt so. Gefällt mir nicht, dass wir schon so viel Essen aufbrauchen haben müssen. Ah, verdammt. Da bekomme ich normalerweise auch nie Damage. Ich wünschte, jetzt wünschte ich irgendwie, ich würde Facecam machen, nur damit man meinen dummen Gesichtsausdruck sieht. Ach, das ist echt gerade fies.
Eigentlich kann ich den Run schon, glaube ich, vergessen. Ich glaube nicht, dass das noch was wird. Ja, okay, jetzt haben wir schon mal bis zum Break. Ah, nein. Und nochmal. Ja, das können wir, glaube ich, eigentlich einstecken, den Run. Und es ist halt fies, weil da jetzt auch immer der Knoch ist. Das heißt, man muss hier ganz schnell attackieren. Zack. Und dann muss man auch noch da unten aufpassen. Und jetzt sind die Schädel dick und ich weiß nicht warum, aber das ist irgendwie immer schwerer, wenn die dick sind. Steak. Ja, da. Eigentlich schon verkackt, ne? Jetzt haben wir eh schon verkackt. Ja, wir haben nichts mehr zum Heilen. Das mit dem Run. Ja, und das wird jetzt mein Ende sein. Ja. Aber, nee, war eigentlich ganz schlecht. Es wäre ganz gut. Das war ganz. Ich bring mich nochmal um. Ich war gerade irgendwie. Hä? Bring mich doch um! So, zack. Ich war gerade irgendwie woanders. So. Gut wäre es halt, wie gesagt, bis zum Break zu kommen, ohne nur eine einzige Sache aufzubrauchen. Aber das hier schaffe ich nie. Also, wenn diese Attacke kommt, muss ich mich immer healen. Gott sei Dank kommt die meistens nur einmal. Wo es halt immer Luck. Also es ist, glaube ich, immer die erste Attacke und die zweite Attacke ist fix. Und danach ist Luck, wie kommt. Also wie es kommt, glaube ich. Jawohl, die zwei kommen eigentlich auch. Okay, nach der Attacke sollte ich vielleicht was essen. Ja. Verdammt. Ich hatte so einen Riecher, dass das kommt. Ba 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 ba.
Okay, einmal hätte ich es noch ohne Essen geschafft. Was bringt sich das? Halt einfach aufpassen, dass wir jetzt keinen Damage mehr bekommen. Nein, und ich bin rein. Ah, nicht schon wieder. Nein! Ach, das ist aber auch wirklich teilweise unfair. Komm danach bitte Break. Ja, okay, gut. Okay, so. Hup. Zack. Okay, zack. Es wird immer unfairer, immer unfairer. Ich glaube, er ist der Einzige, der wirklich so unfair ist, dass man im Menü Damage bekommen kann. Okay, das war ausnahmsweise mal gar nicht schlecht. Bei dieser Attacke bin ich immer schlecht. Steak, zack. Bringt sich nichts, aber wieder verkackt eigentlich. Man darf halt echt eigentlich nicht Damage bis zum Schluss bekommen. Oh ja, das ist das Ende. Ich weiß echt nicht, wie man das ändert. Also das, da muss man sich eigentlich echt einen. Nee, nochmal. Da bin ich unzufrieden mit. Zack. Nee, ich will sterben. So, zack. Ich muss mal echt probieren, bis zur Hälfte zu schaffen, ohne Essen zu verlieren. Deswegen mache ich mal einen Cut und probiere das mal. Bis gleich. Okay, ich habe es geschafft, dass er einen Break nimmt und dass wir eigentlich noch relativ viel haben. Also wir haben noch zwei Legendary Hero und wir haben noch, wir haben noch zwei Legendary Hero und wir haben noch ein, und halt noch das ganze restliche Zeugs. Ich esse mal ein Legendary Hero, dann haben wir noch genau eine Seite an Essen. Bin ich mal gespannt. Zack. Zack.
Zack. Zack. Okay, mal kein Damage bis jetzt. Ganz gut. Ach, verdammt. Ich weiß nicht warum, aber ich bin da halt echt nicht mehr gut drin. Also. Nee, ich hätte aber auch was essen sollen. Oh, Gott sei Dank, ich habe noch was essen können. Super. Okay, jetzt das Steak. Oh nein, jetzt habe ich Angst, dass das das Finale ist. Es ist das Finale und ich hätte was essen sollen. Ah, es hätte ich riechen sollen oder was? Ah. Bis gleich. So, da sind wir wieder nach dem Break. Was haben wir denn? Wieder genau gleich. Natürlich, klar. Also ich brauche eigentlich immer einen Legendary Hero nach... Also ich habe diesmal eigentlich, glaube ich, nur nach dem blauen eins gebraucht. Ja, das war schon mal ziemlich kacke. Dann werde ich jetzt auch mal einen Legendary Hero wieder brauchen. Ach, es ist... Nicht wahr. Nein, die Attacke ist auch Mist. Ja, dann werde ich jetzt auch wieder einen Legendary Hero... Ach, es wird wieder nicht gut ausgehen. Aber ich habe mir was überlegt, wenn ich jetzt den Run wieder nicht schaffe, dann werde ich es nicht wieder komplett neu machen, denn dann werde ich was Bestimmtes machen. Das zählt dann meiner Meinung nach auch. Das werden wir einfach mal probieren. So, zack. So wie ich das mitbekommen habe, ist... Ah, nee, da habe ich es falsch mitbekommen. Ich wollte gerade sagen, kommt die Endattacke, wenn oben und unten Knochen sind, aber ist totaler Blödsinn. Der bekommt jetzt...
hab so ein Gefühl. Nee. Ich wollte gerade sagen, dass es jetzt ist. Aber nein. Ja, wir müssen jetzt den Pie essen, wenn wir Glück haben. Ja. Okay, wir schaffen die letzte Attacke wieder nicht. Wir schaffen sie wieder nicht. Ach komm, das gibt's nicht. Ey, willst du mich jetzt verarschen? Ja, das ist jetzt die letzte Attacke, aber zu wenig HP. Genau, und ich habe nämlich was gesehen, und zwar, wir können nämlich jetzt einfach hier, und wir werden das jetzt so machen, Single Attack. Hier. Final. Dann können wir das jetzt immer wieder probieren. Mag geschummelt sein, ist mir aber gerade egal. Weil es in dem Sinne eigentlich eh fast keinen Unterschied mehr macht. Das hätten wir noch schaffen müssen. Und wir sind halt genau ins Feuer rein. Also das wäre jetzt alles noch, was wir haben hätten müssen. Und ich habe es wieder genau mit einem HP geschafft. Gut. Jetzt macht er die letzte Attacke, glaube ich, immer wieder. Leute, das war's. Ich habe den Bad Time Simulator jetzt einfach nochmal, also ich habe es jetzt gezeigt. Wen es interessiert, einfach Bad Time Simulator eingeben. Oder halt einfach Sand Simulator, dann bekommt man das. Genau, wollte ich jetzt einmal gezeigt haben, wollte ich einmal noch gemacht haben, weil wir ja nicht gegen ihn kämpfen mussten. Und wenn es wieder einen Run gibt, dann wird es keinen Genocide Run geben, dann wird es einen, einen Mercy Run geben. Ich weiß nicht, wie der andere Run heißt oder wie man den nennt. Ich sage einfach der Mercy Run, so. Wo wir einfach alle verschont werden und auf Level 1 bleiben. Wir haben jetzt so ein bisschen den Mittelweg gemacht, glaube ich, obwohl wir eigentlich jeden gekillt haben, aber doch nicht so. Also zum Beispiel, wir haben ja bei Undyne haben wir auch versucht, sie zu retten. Da wollten wir ja sie verschonen. Wahrscheinlich hat das schon gereicht, dass wir die nicht nur gekillt haben, sondern auch verschonen wollten. Und ja, deswegen. Also es war schon irgendwie der Genocide Run, aber irgendwie auch nicht. Es war so ein Mittelding. Aber ich zähle das so als Genocide Run, nur hatten wir halt den Sans nicht. Und deswegen habe ich dieses Bonusvideo gemacht und dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen und somit ist jetzt zumindest der Genocide Run. Ich weiß nicht, ob der Mercy Run auch hier kommt, aber somit ist das abgeschlossen. Also, wir sehen und ne, wirkliche 100%ige Verabschiedung habe ich ja schon beim Let's Play gemacht. Also, na, tschüss, ciao.